Ja, hallo, willkommen, mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xenoblade 2. In der letzten Folge haben wir gegen Julius und Ludgars Schatten gekämpft und nachdem wir das gemacht haben und weitergegangen sind. Ich weiß nicht, habe ich jetzt weiter vorangehen oder zurück zum Eingang gemacht? Weiß jetzt nicht, ob das jetzt so sein sollte oder ob das jetzt, weiß ich nicht, durch mir ausgelöst wurde. Jedenfalls, wir stehen jetzt hier zwei weiteren Silhouetten gegenüber. Einfach nur als zweimal drei Fragezeichen, die angezeigt sind. Und vom Aussehen her kann man sich vielleicht schon denken, wer die beiden hier sind. Das ist der. Hier fangen wir mit ihm an. Das ist höchstwahrscheinlich der Hauptcharakter aus Tales of Phantasia, also im ersten Tales-Aufteil, Kles oder Kress. Und das hier ist der Hauptcharakter vom zweiten Tales-Aufteil, Tales of Destiny, Starn. Die sind beide Level 140, haben beide eine halbe Million HP. Nee, die haben. Boah, ich tue mich hier mit den Zahlen, ey. Die haben doch, die haben. Nee. Keine Ahnung, ich habe irgendwie keine Weitsicht. Die haben beide eine halbe Million AP und ich glaube, wir kriegen jetzt hier voll auf die Fresse. Muss mal ein bisschen leiser machen. Ich würde mal die Musik so kurz hören, wie sich die anhört, aber wenn ich jetzt laut mache, dann hört man alles in der Aufnahme zweimal und das ist nicht gut. Hilfe! Okay, wenn das jetzt zwei Hauptcharaktere sind, dann haben wir richtig deftig ein Problem. Ja, und die erste geht schon. Was zum Teufel ist das denn für ein Biestangriff? Ja, das war klar. Was zum. Okay. Ja, die machen uns fertig, habe ich so das Gefühl. Boah, wir kriegen jetzt hier richtig auf die Fresse, ne? Aber wir haben beide nicht so viel AP, das ist gut. Habe ich irgendwie ein Allesteil oder so? Ich habe dort viel, werde ich brauchen. Hilfe! Darauf wurde ich nicht vorbereitet, Mann, Hilfe! Ich glaube, ich gehe auf meine mächtigste Waffe. Mein mächtigsten Angriff, zum Beispiel den, ja. Seid ihr gegen irgendwas anfällig? Wasser und Licht, ja toll. Ja, gewesen. Hilfe! Wie eins. Aber Spinne. Ich habe eine Allesteiler, super. Als ob das irgendwas bringt jetzt, ne? Das ist der andere. Hilfe, 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 Hilfe! Ja, das bringt's einfach nicht mehr in den Chromatus, ey. Früher war es so überpowered und jetzt habe ich keine Chance mehr. Ja, das ist nicht eine doofe Idee, war. Oh, sehr gut. Und gleich gerade mit Jude verbunden war. Oh ja, den Angriff könnt ihr einsetzen, genau. Sie hat nur eins ab oder es hat Mila die eins abzieht. Ja, der eine scheint sich ein bisschen zurückhalten zu wollen, finde ich gut. Nur können die sich nicht miteinander verbinden, ey. Boah, zum Glück kommt noch mal der eine. Hier geblieben. Komm mal her. Ich hab mal Bock auf den Angriff, na? Komm schon, Frank, bitte. Nein, er legt immer noch. Und er hat seine Dings an. Ich bin sowas von tot. Das war Coil, was? Wir wollen unsere Heilerin, danke. So kam die keinen Heiler bei sich, ey. Wie spammen. Was zum. Zum Teufel. Hilfe.
Wir haben ein großes Problem. Boah, gibt's doch nicht, ey. Kann ich doch auf den Arm nehmen. Wie eins. Okay, 141. Wenn ich 141 mal treffe. Doch, jetzt habe ich jetzt die zu ketten, ist geil. Hilfe! Nein, nein! Jawohl! Wir sagen, ihr habt nicht einzelne. Was? Geh weg! Komm auf mich los! Ich bin Hauptcharakter hier, was willst du eigentlich? Ich bin auch mal ein Hauptcharakter gewesen, was willst du eigentlich? Kannst auch das hier? Verdammt. Ich bin voll blamiert, ey. So, jetzt ist er nur noch einer übrig. Und jetzt ging nicht anfällig, ne? Ja. Wird er wohl irgendwie klappen. Den ketten wir jetzt. Bams. Okay, sehr gut. Aha. Okay, mit denen hätte ich jetzt nicht gerechnet. Aber die schaffen wir. Sehr gut. So kommen die nicht auch mit einer Vierer-Truppe oder irgendwie sowas. Obwohl die Dingens, Mint und boah, ich weiß nicht, wie die heißt, aber die ist auch von Tales of Destiny, die Hauptcharakterin. Die kam ja auch irgendwie vor. Was zum Teufel? Hilfe? Was? Boah, hätte ich einen Kommandos einsetzen können. Hat er einen britischen Akzent? Hat er No Mercy gesagt? Warum pfeift der Angriff der Typ, ey? Boah, ich sehe auch schon. Nein, ich kann nicht mein Kommandos einsetzen. Boah, ich sehe schon, worauf das hinausläuft. Irgendwie, es wird ein Cameo-Battle im Kolosseum geben. Zwar mit dem Stan, Mint und die eine aus Tales of Destiny. Ich kann nicht mal meinen Kommandos einsetzen, ey. Mich aus dieser Situation zu rennen. Nein! Du kannst es wagen. Ludger, hör auf damit. Wir haben ja gerade sehr große Probleme. Ich muss mich gerade im Ohr kratzen, ey. Das ist überhaupt nicht nett gerade. Kommt doch verrückt. Ja, das ist ja auch Licht, stimmt. Sehr gut. Boah. Ah, der war auch hart. Ja, sind wir jetzt hier fertig. Ich möchte gerade speichern und irgendwie sowas. Okay. Und jetzt raus hier? Wir haben alles abgesucht, aber keine Spur der Ursache dieses Phänomens gefunden. Vielleicht nicht, aber wir verstehen jetzt zumindest ein paar Dinge besser. Zum Beispiel, dass dieser Raum von der Rest der Welt komplett abgeschottet ist. Das bedeutet, dass die Schatten, die hier drin wohnen, nicht in der Außenwelt gelangen können. Nun, wenn wir die einzigen sind, die rein oder raus können, dann können wir diesen Ort doch eigentlich auch erstmal sich selbst überlassen. Da nichts von dem, was hier drin ist, eine Bedrohung für die Außenwelt darstellt? Also gut, Ludger, erstatten wir Vera-Bericht. Oh, oh, oh. Auf zum Land, Kanan! El wartet dort auf uns. Stimmt, wir müssen die Story noch fortsetzen, oder wie? Was? Ich verstehe. Verstanden. Warum seid ihr denn hier? Dann bete ich um euren Erfolg bei Origins Prüfung. Ludger Krisnik. Ich hätte nie gedacht, dass ich den Tag noch erleben würde, an dem jetzt jemand gelingt, die illusionäre Dunkelheit zu durchbrechen. Oh, Shadow, das hätte ich dir doch erzählt, oder? Diese Menschen besitzen eine unglaubliche Willenskraft.
So viel ist sicher, selbst ohne von diesem Körper Besitz zu ergreifen. Beasley verfügt ebenfalls über beachtliche Fähigkeiten. Wer weiß, was aus Menschen und Geistern wird, wenn er Origins Prüfung besteht. Wir müssen an Nutka glauben. Deshalb haben wir ihn schließlich auf die Probe gestellt, nicht wahr? Da hast du wohl recht. Jedenfalls haben wir unser Ziel nun erreicht. Wir sollten die Kontrolle über den Körper dieser Mädchen wieder aufgeben. Ich werde diese Gestalt vermissen. Dieses junge Mädchen glaubte so fest an Nutka. Es war ein Vergnügen, eine Weile mit ihrem Geist eins zu sein. Du wirst das Kind eines Tages wieder treffen. Vorausgesetzt, Nutka und seine Freunde führen Origins Prüfung erfolgreich zu Ende. In der Tat. Viel Glück, Nutka. Ach, und Maxwell. Wir überlassen Origins und Kronos dir. Okay. Chris Outfit Jude. Chris Langschwert. Habe ich die nicht schon? Verius Schwanz, okay. Und Schatten. Dem großen Geist Shadow nachempfunden. Nicht nach Mitternacht füttern, was? Ein weicher Schweif, der die Seele streicht. Das heißt, er sei beim Einmal nur länger wird. Okay, das war wahrscheinlich Dingens hier, nehme ich an. Verius und einmal Shadow, oder wie? Keine Ahnung. Ja, die hatte ich doch schon, glaube ich. Ja. Was? Der berühmte rote Umhang des Helden Cress aus Tales of Phantasia. Cress Albanans Kleidung aus Tales of Phantasia. Am auffälligsten ist der rote Umhang. Hier sieht genau gleich aus. Zum Teufel. Ja gut. Ja, hier ist echt Stan, genau. Was sahen Ailerons Kleidung aus Tales of Destiny? Am Euphrates sind die blauen Streifen an der Rüstung. Okay. Ja. Okay. Haben wir das auch erledigt. Sehr gut. Wir sind Level 139. Und wir wissen nicht, was wir tun sollen in diesem Part jetzt. Weil ich jetzt schon alles erledigt habe, wieder. Wahrscheinlich kann ich jetzt im Kolosseum irgendwie nochmal gegen die kämpfen oder irgendwie sowas, ne? Zusammen mit Mint und der einen. Da wird Spaß. Weil Mint, weiß ich nicht. Ist eine Eilerin, die eine. Ich habe gar keine Ahnung, was die eine überhaupt ist. Hör doch auf, mir fehlen immer noch zwei Katzen. Wo sind die letzten verdammten Katzen? Ja, was habe ich überhaupt jetzt zu tun? In Arbeit. Fangen die Katzen. Geht tiefer ins Land Kane hinein. Wo sind die letzten beiden Katzen? Jetzt mal ganz ehrlich. Mir fehlt irgendwo noch ein Gebiet. Oder? Kann nicht sein. Fehlt echt noch irgendwo ein Gebiet. Ich habe jetzt überall schon nachgeguckt. Warum konnte ich in der Dunkelheit nichts finden? Warte mal, in der kannst du nur irgendjemanden hinschicken, wenn du da mal eine Katze gefunden hast, ne? Es hat irgendwo da ist eine Katze versteckt gewesen und ich habe sie nicht gesehen. Das war jetzt richtig übel. So, Xenobronze. Gibt's hier noch was? Nö. Verdammt. Das der wird wohl als nächstes dran sein. Oh Gott. Erstmal wieder gucken, wie ich den triggern kann. Kann ich jetzt eigentlich nochmal da rein? Ich speichere jetzt erstmal. Bin noch nicht vollkommen durchgeknallt. War mal ein geiles Finale. Knapp, aber wir haben es irgendwie geschafft. Auch keine Ahnung wie. Und wieso. Mein Gott, was hier aufgeboten von Gegner sind, ey.
Stimmt, der hat auch so gekämpft, ey. Im Game Boy Advance, in der Game Boy Advance Version. Wieso hat Schwert weg? Wenn jetzt die gleichen Attacken habe, weiß ich jetzt auch nicht. Schon ein bisschen her, seit ich angespielt habe, Tales of Phantasia. Kann man irgendwann nicht weiter. Ja. Kann ich jetzt theoretisch neu rein? Ja, ne. Ah, die stehen wieder alle, ja, okay. Gut, dass ich von da gewinnt, ist die Unerwartet zu erwarten, okay. Ja, gut, dass ich keine Katze bin. Ja, ne? Katze, verdammt, ich brauche eine Katze. Solange ich mich nicht Mäusen oder Kakerlaken rumschlagen muss. Ja, das kommt mir bekannt vor, das haben wir doch schon mal gehabt. Irgendwo muss eine Katze sein. Ich kann mal hier die Dinger kaufen. 93 Helfer Neue Stadt Schwertmeister Feuerschwertmeister meine ich Einhornpriester Schwertkämpfer der Zeit Sekretärin des Generaldirektors irgendwas hier von das bestimmten Kostüm für die beiden ich weiß es so was ich kaufe mal ein paar Sachen ja Helfer Neue Stadt Bruiser wer ist das denn verwandle ich im Bruiser den Champion was für ein Typen Okay, zum Teufel, was ist das für einer? Okay, wer ist das denn? Kenne ich gar nicht, aber er ist ein Champion. So, ich brauche wieder meine Weihnachtsmatüre. Also nicht. Oh, Hilfe, ich will so viel Spaß haben damit, ne? Da kommen wir uns noch ein paar. Was zum Spielzeug? Feuerschwertmeister, Lindenjäger. Feuerschwertmeister, machen wir das. Stan, okay. Den Meisterschwertkämpfer. Ja, ne. Der hat doch schon die Dings-Klamotte an. Boah, jetzt habe ich schon gespoilert wahrscheinlich. Okay. Wo ist denn, wo könnte Crest sein? Schwertkämpfer der Zeit? Einhornpriester, Linsenjäger. Probieren wir mal. Crest, ja. Sehr gut. Wann haben wir noch? Wir haben noch 30, dann kann ich mir noch hier, weiß ich nicht. Agent Alleskönner, Schlüssel von Crestnik. Des Crestnik. Mademoiselle Travis, das ist doch Agria, ne? Ehemaliger AfDA-Leiter. Ja, mach mal ihr Agent Alleskönner. Iva, was? Ich dachte, wäre Julius oder so. Keine Ahnung. Ich werde mal richtig geil, man hier alle Charaktere hier sozusagen steuern kann. Gehen wir die Weihnachtsmütze jetzt nicht mehr. Damit werde ich noch meinen Spaß haben, glaube ich. Das ist bestimmt für einige witzige Momente noch. Okay. Ja, haben wir ein bisschen Zeit noch gefüllt. Ich würde dann sagen, in der nächsten Folge werden wir, weiß ich nicht, uns den Xenobronk vorknüpfen. Ja. Muss ich natürlich erstmal wieder suchen. Ich habe keine Ahnung, wo der war, ey. Ja, dann würde ich sagen, ich gehe noch mal kurz zum Speicherpunkt. Speicher da. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Xillia 2. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.